Hallo zusammen, Martin hier. Eine nächtliche Diskussion, ein bisschen über Charaktereigenschaften, nämlich sehr interessant. Charakter erfolgreicher Menschen oder Trader. Und hier kommen doch viele Gespräche jetzt zusammen, die ich im Coaching führe, die auch von Kollegen mitbekomme. Ich würde es gerne einmal nochmal, und was heißt nochmal, ich würde es generell mit euch teilen. Das ist einer der wichtigsten Aspekte. Und viele unterschätzen das, oder besser gesagt, viele sind sich bestimmter Dinge einfach nicht bewusst. Und es hilft, oder dieses Video soll euch helfen, oder es soll euch Ideen geben, wie man sozusagen ja, eine bestimmte geistige Haltung erreichen kann oder erreichen soll, damit man auch andere Ergebnisse erreichen kann. Ist das Huhn oder das Ei zuerst da? Das heißt, kommt der Charakter first und dann das Money oder der Erfolg? Oder ist es umgekehrt? Wenn ich reich bin, dann? Und ich denke mal, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, weiß man, dass man eigentlich zuerst den Charakter ja entwickelt oder entwickeln sollte und der Rest ergibt sich von alleine. Das ist ein Phänomen, das ist ein, sag ich mal, ja, man kann schon fast sagen, Naturgesetz, das können wir ignorieren. Man kann sagen, nein, das ist völliger Quatsch. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen krummen Sachen, dass man jetzt irgendwo eine Bank überfällt oder Leute, sag ich mal, hinters Licht führt. Das gehört nicht zum Erfolg dazu. Erfolg heißt nicht nur, oder besser gesagt, nicht geldmäßig, sondern einfach auch vor allem anderen Mehrwerte zu geben. Ja, die besten Manager oder Führungskräfte haben das oberste Ziel eigentlich, immer zu schauen, dass sie den anderen weiterbringen. Das wird leider nicht so, sag ich mal, ist heutzutage nicht mehr so populär. Ne? Da ist jeder der Erste. Aber das eigentliche Prinzip der Führungskraft ist ja, die Stärken durch Zuhören, ne, der anderen zu entdecken und sie richtig einzusetzen und den anderen sozusagen nach vorne bringt. Denn das ist ja auch letztendlich, was die gesamte Firma nach vorne bringt. Das heißt, ein kluger Manager, ja, der ist eigentlich eher der im Hintergrund spielende Puppenspieler, ja, der da eigentlich im stillen Kämmerlein seinen Erfolg genießt, besser gesagt, dann auch der Firma. Aber er hat immer das Wohl oder sozusagen den Mehrwert der Mitarbeiter im Kopf. Ja, das ist das eigentliche Erfolgsprinzip. Ja, das heißt nicht, dass jetzt die Trader oder die Bösen dieser Welt jetzt bestimmte Eigenschaften haben. Die sind nicht gut und ich würde auch nicht glücklich sein, ja, sage ich mal, als Mensch, ja, eine Oma zu überfallen. Harte Bandagen, ja, selbstverständlich, aber wie gesagt, erfolgreiche Menschen sind diejenigen mit erfolgreichen Gewohnheiten. Ja? Und der Erfolg ist das Resultat einer geistigen Haltung, nicht umgekehrt. Ja? Und das Schöne ist, man kann diese Eigenschaften erlernen, wenn man sie nicht hat oder wenn man sie identifiziert und sagt, okay, daran oder daran muss ich arbeiten. Ja? Dazu gehört auch wieder eine Charaktereigenschaft. Das sind alle sehr vernetzt, ich komme gleich dazu. Man müsste erst mal schauen, wie verhalten sich oder wie sind eigentlich so erfolgreiche Trader drauf? Ja? Was sind das so für Menschen? Was tun die? Wie sind die? Wie denken die oder fühlen die? Und dann ist es der zweite Schritt. Besitze ich ja, diese Charaktereigenschaften? Und an welchen muss ich arbeiten? Ja? Ganz simpel, ganz einfach. Das bedeutet, wenn ich etwas anderes, Besseres im Leben erreichen möchte, muss ich auch zunächst ein anderer Mensch werden. Und das ist einer der schwierigsten Prozesse in unserem ganzen Leben. Das sehen wir alle schon durch oder gehen da durch. Das ist diese Komfortzone, das wissen wir. Wie komme ich da raus? Wie arbeite ich an mir? Ja. Und das ist ja letztendlich der Erfolg, ob du diesen Weg gehst, ob du sagst, okay, oder ob du ständig im Teufelskreis bleibst und, sage ich mal, ohne jetzt diese großen Mühen am Anfang, ja, zu gehen und man versucht diesen großen, dieser, sag ich mal, etwas intensiveren Arbeit mit sich,
aus dem Weg zu gehen, wird man immer denjenigen folgen, die das tun. Ganz einfach. Es ist total simpel, das Prinzip. Und jetzt habe ich hier einfach mal so, ja, aus den ganzen Gesprächen und allen möglichen Quellen mal so, das ist jetzt nicht vollzählig, aber sicherlich eine der wichtigsten Charaktereigenschaften. Ja? Dazu gehört Verantwortungsbewusstsein. Ja? Besitzt analytische Fähigkeiten. Ich habe das mal so aufgeschlüsselt. Das heißt, der erfolgreiche Mensch oder Trader besitzt verantwortungsbewusst, besitzt analytische Fähigkeiten. Entschlussfähig, integer, diszipliniert, fokussiert, anpassungs- und entwicklungsfähig, authentisch. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Charaktereigenschaften abhängig sind. Ja? Das heißt, wenn eine Kette fehlt, sozusagen, dann funktioniert das ganze System nicht. Das ist sehr systemisch. Ja? Das heißt, je mehr Eigenschaften zusammentreffen, desto mehr greift auch der Erfolgsfaktor automatisch. Alle Eigenschaften sind verbunden und abhängig. Machen wir einfach mal Beispiele. Verantwortungsbewusst, da fängt es ja schon an. Man sucht doch ständig irgendwelche Schuld bei sich, beim Markt, etc. Aber ist es wirklich der Markt? Ist es wirklich das Setup? Oder ist es das Money Management? Ist es die Gier? Da fängt es schon an. Das heißt, man kann ja eine Checkliste machen. Übernehme ich die Verantwortung in meinem Leben generell? Nicht nur beim Trading. Ja? Übernehme ich überhaupt die Verantwortung? Oder schiebe ich ständig alles auf andere? Ja? Das heißt, ich kenne keinen erfolgreichen Menschen und ihr werdet wahrscheinlich auch keinen kennenlernen, ja, der die Verantwortung bei den anderen sucht. Ja? Das heißt, wenn etwas in der Firma schief geht, dann ist er derjenige, der sagt, das ist meine Verantwortung, ich stehe dafür gerade. Ja? Das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt in den Medien, aber das ist das Richtige. Ja? Und ein Trader, ja, der ist ein Manager. Ne? Denn ihr müsst sofort Entscheidungen treffen. Ihr müsst eigentlich sofort analysieren, ja, und ihr werdet sofort die Konsequenzen, ne, entsprechend dann auch sofort spürbar haben. Ihr könnt nicht der Buchhalter oder irgendjemand verantwortlich machen, sondern selbst. Und da ist schon der größte Schlüssel, dass es viele generell erstmal nicht können und wollen. Ja, das ist ja auch selbst natürlich. Ja, das ist auch bei vielen Menschen so. Man muss daran arbeiten oder sich dem bewusst sein. Ja, auch sich selber öfter sagen, nein, ich bin verantwortlich, ich bin für mein Leben verantwortlich. Ja, ich habe kein Kapital, ich kann das nicht. Ja, sagen wir so, willkommen im Club. Ja, nicht in meinem Club, sondern im Club derjenigen, die kein Kapital haben. Ja, es gibt Millionen Menschen auf der Welt, die auch nichts hatten und die haben es irgendwie geschafft. Also ist das keine Ausrede. Ist nicht legitim, das zu sagen. Ja. Mir ist schlecht, mir ist das. Ja, es kommen Menschen aus den ärmsten Regionen, aus den schlimmsten Verhältnissen und die machen es. Also das ist auch keine Ausrede, sondern einfach, dass man zu faul ist manchmal. Es ist so. Ne? Besitzt man analytische Fähigkeiten? Nun, die kann man trainieren, wenn man, sag ich mal, weiß, okay, da habe ich eine Schwachstelle, dann kann man entsprechend dran arbeiten und trainieren. Wie kann ich das trainieren? Nun, einfach versucht, in dem Bereich der so, das, Dinge zu analysieren, zu trainieren. Ja? Bin ich entschlussfähig? Ja? Kann ich Entscheidungen überhaupt treffen? Ne? Frag doch wirklich mal die Freunde, seid authentisch und ehrlich. Je ehrlicher man ist, desto schneller geht der Weg des Prozesses. Ja? Ihr könnt euch ständig was vorlügen. Ich kann mir auch jeden Tag was vorlügen. Was bringt es euch? Ihr habt eine Lebenszeit. Ihr habt, was weiß ich, 80, 85, 90 Jahre. Das ist ein schönes Alter. Mehr nicht. Die Uhr tickt jeden verdammten Tag, tickt die Uhr. Besser gesagt, Theta. Ne? Theta läuft jeden Tag auch unserer Lebenszeit. Ja? Und ob du entscheidest, irgendwo dummes Zeug zu lesen, dummes Zeug zu denken oder zu machen oder was Sinnvolles, nur du entscheidest es. Kein anderer auf diesem blöden fucking Planeten. Entschuldigung, es war nur Spaß. Ja? Schiebt nicht die Schuld auf Regierung Merkel oder irgendwas. Ihr seid jeden Tag verantwortlich für das, was ihr tut, denkt oder nicht tut oder nicht denkt. Ja? So, das heißt, bin ich entschlussfähig? Fragt Freunde. Wenn du sagst, nein, du bist es nicht, ist nicht schlimm. Aber du weißt es. Dann kannst du sagen, okay, wie kann ich dran arbeiten? Ja, und dann machst du eine Liste, sagst, okay, was muss ich tun? Oder wie kann ich im Kleinen, kann ich jeden Tag Entscheidungen treffen? Oder ich gebe mir einen kurzen Zeitraum und sage, okay, was mache ich jetzt mit meiner Beziehung? Ja, wie lange soll das noch so gehen? Jetzt muss ich mich entschließen. Dann sagst du, Deadline ist heute Abend.
Ja oder nein? Ich habe das auch sehr oft getroffen. Scheidung ist ein schwieriger Prozess nach vielen Jahren. Aus einem Land gehen ist ein schwieriger Prozess. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt wie lange möchtest du diese Lüge mit dir selbst noch weitermachen oder möchtest du glücklich sein? Ja? Entschlussfähig, integer. Ja, das ist einmal auch ein großes, ja, ein großer Bereich. Ja. Bist du wirklich integer mit dir selbst? Ja, da arbeiten wir alle dran. Ja, heißt es nicht, dass derjenige, der hier spricht, der Martin, jetzt hier besser oder schlechter ist. Ja, wir arbeiten alle an diesen Sachen. Ja, aber man weiß wenigstens woran. Integere ist schön. Ja, das heißt wirklich, dass das, was du tust oder sagst, auch machst. Ne? Das hat mit Versprechungen, die man gegebenenfalls mal nicht einhalten hat, aus irgendwelchen Gründen, ist das wieder was anderes. Aber wenn du grundsätzlich Dinge von dir gibst, ja, und du alles dran tust, dass du sie erfüllst, das spüren die Menschen. Und da fängt schon dieser ganze Kreislauf an, dass vor allem in diesen, sag ich mal, Kreisen, wo sich erfolgreiche Menschen bewegen, die erfolgreiche Eigenschaften haben, die sehen sowas, die fühlen sowas. Ja. Das heißt, da ist ein Peter, ein Hans, ja, den kann man trauen, ja, der ist da, der steht zu seinem Wort. Und was passiert mit solchen, sag ich mal, in solchen Situationen oder mit diesen Menschen? Ja. Gerade wenn man eben Firmen aufbaut, Kapital braucht, dann ist es oft, sind es diese Charaktereigenschaften, ja, die, wo andere Menschen dann jemandem helfen. Ja, es gibt Leute, die ich kenne, da würde ich blind 100.000 Euro in die Hand geben. Es gibt eine, würde ich nicht mal 5 Euro geben, weil ich weiß, das ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Und das ist auch ein Erfolg dieser Menschen, die Erfolg haben, weil sie genau auch zu den schlechten Zeiten oder in den schlechten Zeiten Menschen haben, die einfach vertraut haben. Und das liegt an dieser Eigenschaft des Integeres. Ja? Ja? Hat dir einer mal vor 10 Jahren 10 Euro geliehen, dann ruf ihn heute an, sag du hast mir mal 50 Euro geliehen, ich habe dich nicht vergessen. Was meinst du, was passiert? Was vielleicht, weil du schon sagen kannst, behalten. Aber es bleibt im Kopf. Und irgendwann, vielleicht brauchst du mal einen Tausender, dann sagst du, Hans, ich habe nochmal Liquiditätsprobleme, das ist der Erste, der kommt. Und warum? Ja, weil du dich nach 5 Jahren erinnert hast und ihm das angeboten hast. Ja, wenn du jetzt schweigend ihn ignorierst und nie darüber redest, wird er auch verstehen. Das ist ein Naturprinzip. Ja? Und du kannst damit beginnen. Du kannst derjenige sein, der zeigt, wie es geht. Dann kommt die letzte Form. Disziplinieren. Ich hoffe, dass ich es richtig geschrieben habe. Das ist einer, der überhaupt, der Brian Tracy, das ist ein sehr interessanter Mensch, der seit 40 Jahren erfolgreiche Menschen studiert, analysiert und ja, auswertet, was verbindet diese Menschen. Ja? Und alle, lückenlos, alle, die er befragt hat und interviewt hat und was weiß ich, haben gesagt, dass die Disziplin der Erfolgsschlüssel überhaupt ist. Ja? Und Disziplin heißt, Dinge zu tun, man sie tun muss, auch wenn einem nicht danach ist, diese Dinge zu tun. Ne? Das heißt, oh, jeden Morgen muss ich wieder mein Ding machen. Ja? Und genau die Leute, die das eben tun, die haben diesen Erfolg. Bist du diszipliniert? Und da müssen wir uns alle eingestehen, dass wir alle mehr oder weniger diszipliniert sind. Ja? Aber man kann dran arbeiten, Stück für Stück, jeden Tag. Was muss ich tun? Jeden Tag nicht viel, jeden Tag eine halbe Stunde. Das Prinzip heißt überhaupt jeden Tag. Heißt nicht, dass du alles auf einmal machen musst, aber einfach irgendwas, jeden Tag verändern, weitermachen, in kleinen. Fokussiert. Bist du fokussiert oder bist du zerstreut? Weißt du gar nicht, was du willst? Viele Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Sie wollen nur Geld, wissen aber nicht genau wie. Ja, wie soll das kommen? Ja, auch wenn das Geld kommen möchte, wird das Geld fragen, ja, wie soll ich zu dir kommen, mein Freund? Ja, auf welchem Weg soll ich denn kommen? Leute wissen es nicht. Das heißt, wenn du ganz klar weißt, in 5 Jahren möchte ich da, 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 und du fokussierst es, schreibst es hin, ja, das ist schon die halbe Miete, sag ich mal. Anpassungs- und entwicklungsfähig, ja, da fängt es schon an. Überdenke ich selbst meine Fehler oder wie schnell lerne ich, wie groß ist mein Ego, wie lernfähig bin ich überhaupt, das ist eine große Herausforderung. Ich persönlich habe da jetzt weniger Schwierigkeiten im Leben gehabt, bei mir war es auch Disziplin, analytisch habe ich auch Verantwortung, auch ein bisschen gearbeitet, ja, also in manchen Bereichen mehr oder weniger. Ja, das heißt,
Ich bin sehr anpassungsfähig. Ne? Das ist auch von meiner Geschichte wahrscheinlich her oder von überhaupt meiner Kindheit sehr anpassungsfähig. Das ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Deswegen, da habe ich keine Probleme. Deswegen ist auch die Disziplin vielleicht das andere Extrem, was mir. Das heißt, analysiert euch, ganz ehrlich, mit Partnern und Freunden. Sag mir ins Gesicht, wie empfindest du mich? Wo sind die Schwachstellen? Und dann guckst du hier und sagst, okay, echte Trader, was machen die? So, die sind fokussiert, wissen, was sie wollen, haben ein Management, haben klare Ziele. Wie viel nehmen wir mit? Sind emotionslos in der Hinsicht, ja? Haben ein Programm, haben ein Setup, sind diszipliniert, ziehen es durch. Wenn es nicht funktioniert, überlegen Sie sich, warum funktioniert nicht, was funktioniert nicht, was kann ich ändern? Höre ich denjenigen zu, höre ich den nicht zu? Ja? Die Botschaft vom Botschafter trennen, da hört es schon auf. Oh, der Martin redet so viel, oh, der Jens, der ist so, was weiß ich, denn diejenigen sind so und so. Ja? Völliger Quatsch. Ja? Nimm das mit, was du bekommst. Ja? Hör zu. Ja? Du musst denjenigen nicht heiraten. Ja? Ja, und ihr seid ja erwachsen genug festzustellen, ob da was Sinnhaftes wie gesprochen wird oder nicht. Ja, ganz einfach. Und authentisch. Je authentischer man ist mit sich selbst, desto einfacher lebt man. Ja, ihr wisst doch selbst, wenn ihr euch verstellt, wenn ihr ja, irgendwas sein müsst, was ihr gar nicht seid, das geht erstens nicht lange gut, zweitens entstehen dadurch Krankheiten, Unwohlsein, Aggressivität. Hass, Neid, bla bla bla, weil der andere Partner vielleicht jemanden irgendwie so haben möchte, etc. Ja? Und wir Trader, wir müssen authentisch sein. Warum? Weil wir niemanden haben. Wir sind Manager. Wir sind alle einsame Manager. Ja? Wir können viel lernen und wir können uns Meinungen holen, aber wir drücken aufs Knöpfchen. Wir entscheiden über unser Geld die ganze Zeit. Wir, nur wir, dein Knopf. Ja, also dein Finger im Knopf. Das heißt, wenn du authentisch bist mit dir selbst und genau weißt, wo deine Probleme sind, ja, dann kannst du auch schneller nach vorne kommen. Ja? Dann kann man überhaupt schneller nach vorne kommen. Weil das größte Problem ist das Ego selbst. Wir sehen es doch in dieser verdammten Politikwelt. Mein Gott, ein Kasperletheater. Ja? Der eine Gockel größer als der andere. Ja, kann doch ein Erdogan sagen, so, ich bin hier der Macho, den er sein will. Dann soll er es auch zeigen als Mann. Sagen, so, ich möchte das Problem lösen, ich möchte weiterkommen, ich möchte für meine Leute Erfolg. Nein. Ja? Bläht sich auf. Das heißt, die Menschen sind nicht authentisch und dadurch entstehen ständig Probleme, ständig irgendetwas und mit dir im kleinen Rahmen auch. Ja, soll man sich was vorlügen, ja, etc. Nein, so bin ich, das bin ich, akzeptierst du ja oder nein, kannst besser schlafen, etc. Ja, das sind viele, sag ich mal, Eigenschaften und wenn ihr euch mal überlegt, ja, jetzt stellt euch mal für eine Minute nur vor. Unabhängig vom Traden. Sag mal, ihr seid Unternehmer, ihr möchtet etwas gründen, ihr möchtet Erfolg haben. Ja, Erfolg, jetzt Familie, Liebe und mit Menschen umgeben sein, die euch auch weiterbringen, die euch Freude geben. Ja, nicht nur Geld. Ja, alle sehen nur Geld. Ja, gibt Leute Geld, da kannst du kotzen, wenn du sie siehst. Ja, da kannst du wirklich kotzen. Die haben so viel Geld, aber ich würde nicht mal 2 Minuten mit denen in einem Raum sitzen. Ja, weil sie so ekelhaft sind. Ja, vielleicht haben sie geerbt. Ja, oder irgendwas, was weiß ich, erschlichen. Ja, und dann gibt es wiederum andere, die sind klug, das siehst du, die haben aus nichts, aus Scheiße sozusagen Schokolade gemacht. Ja, und das spürst du machst Freude, die hören dir zu, die setzen da an, wo diskutiert wird und bringen dich weiter. Ja, sagen, okay, super, du, was hältst du jetzt davon? Könnte man das so machen? Und nicht, wer hat recht und wer hat das nun gesagt oder nicht, sondern da ist die Sache, da ist diese geistige Entwicklung und das ist ja, was wir wollen, ne? Das ist ja, was wir wollen, ja? Dass man auch, sag ich mal, ein Lebensziel hat, unabhängig vom Geld. Ja, interessanterweise denken diese Leute wirklich das Allerletzte an Geld und sprechen auch nicht über Geld. Ja, die sprechen über Investitionen, über andere Dinge, ja, über Projekte, über irgendwas ja, Sinnvolles, etwas Gestalterisches, ja. So, und im Trading, um das mal jetzt runterzubrechen, ist es ja genauso, ja. Jetzt pass mal auf, jetzt stell mal vor, du wärst für einen Tag, hättest du diese Eigenschaften. Stell das nur mal vor, das mal, machen wir mal ein schönes Spielchen, aber es ist, denke ich, vielleicht erreiche ich ja ein paar Leute, die das verstehen, was ich meine. Du bist verantwortungsbewusst, du besitzt diese Fähigkeiten, du bist entschlussfähig, du bist integer, diszipliniert, fokussiert, anpassungsfähig, authentisch.
Jetzt stell dir vor, du bist wirklich so. Ja, was glaubst du, welche Leute würdest du anziehen im Leben? Ja? Welche Leute würdest du anziehen? Ja? Würdest du einen Penner anziehen, einen undisziplinierten Idioten, ja, der falsch ist und lügt? Oder würdest du, sag ich mal, vielleicht Gleichgesinnte, ja, die genauso sind? Und wie würdest du empfinden, wenn du so einen treffen würdest? Ja, wie wäre es, wenn jetzt, sage ich mal, die Gesellschaft oder die Welt, sage ich mal, will es hier kein Weltverbesserer sein, aber vielleicht doch, aber nein, ich weiß ja, wie die Welt ist. Aber es hängt ja von uns ab, was wir draus machen. Es gibt ja keine anderen Menschen. Ja, wie sagt man, da gibt es ja so einen Spruch, habe ich es aber vergessen. Ja. Wenn jetzt auch deine Freunde, Bekannte genauso wären, jetzt schau mal vor, du, er ruft dich an, ich komme um 5 und er kommt um 5. Ja. Du gibst ihm 100 Euro, leist ihm 1 Euro, er bringt dir morgen 100 Euro zurück in die Arbeit. Ja, was wäre das für eine schöne Welt? Ja? Wie schnell würdest du nach vorne kommen? Wie schnell würdest du, sag ich mal, ja? Wie positiv wird doch das Leben? Ja? So, und auch im Trading, ja? Machst du alles so, bist du das? Nein, dann arbeite doch dran, habt doch Freude. Ja? Und ich garantiere euch, wenn man sich darauf eher konzentriert, ja, natürlich, wir reden jetzt nicht von Setups, Money Management, das ist jetzt hier die psychische Haltung. Wenn die aber nicht stimmt, und jetzt mache ich noch 2 Minuten und dann habt ihr den, sag ich mal, sozusagen den Mosaikbilder zusammen. Denn die einzelnen Strategien, die sind ja sehr sinnvoll. Die funktionieren ja auch. Long Put, Long Call, Covered Call, alles so. Aber es ist doch letztendlich die Disziplin, ja, was ihr wollt, welche, ja, Ziele ihr habt, macht ihr selbst oder überlasst ihr andere Systeme, sag ich mal, die Sachen laufen, ja, etc. Die machen doch letztendlich den ganzen Erfolg aus. Die Disziplin vor allem, ja. Es gibt eine Handvoll Daytrader, die können skypen. Warum ist es nur eine Handvoll? Warum? Nicht, weil sie toll sind, nicht, weil sie tolle Market Profile-Analysen haben und tolle Domes und tolle Scalping und tolle Orderbuchstrategien. Nein, 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 nein. Sondern die hören nach 10 Ticks auf. Wer macht es von euch? Ja, ich ehrlich gesagt habe es auch nicht, lange Zeit nicht gemacht. Warum? Weil man möchte 20 Ticks. Aber die Leute wissen es, die sagen, ich arbeite, ich habe mein Dinger und nach 10 ist es gelaufen zum Beispiel. Dann wissen die das. Ja, und das ist das hier. Das macht sie erfolgreich. Nicht das Setup. Und das verwechseln so viele Leute. Die suchen das ständig in diesen Systemen, aber überschätzen es durch die ständige Präsenz im Markt, was die anderen nicht tun. Die deutschen Bankhändler oder wer oder wo sie auch sind, die sitzen manchmal 10 Stunden warten auf die Setups. Ja, und handeln und fertig. Ja, die sagen nicht, oh, jetzt muss ich 10 Trades am Tag machen. Ja, so, und die wissen auch ganz genau, dass das Ding dann gelaufen ist. Ja, und daran scheitern, glaube ich, fast 99% der, sage ich mal, ja, Trader oder wie man das auch nennen mag. Ja, Händler, Trader, was weiß ich. Nur daran, dass man, ja, im Casino sitzt doch selbst. Ja. Du gewinnst einen Tausender. Gehst du? Nein. Ich möchte 2000. Ja, das ist. Las Vegas wurde genau auf diesen Gedanken aufgebaut. Wenn alle gegangen wären, vielleicht nach dem ersten Mal wäre Las Vegas gar nicht so groß. Da hätten viele Gewinne mitgenommen. Ja? Und deswegen sage ich, unterschätzt dieses Video nicht. Es wird euch immer wieder einholen. Nicht das Video, aber diese Problematik. Weil ihr werdet irgendwann nachdenken und sagen, ja, ich habe jetzt das gemacht, aber es war eigentlich ich. Es war eigentlich ich, der im Wege war. Also viel Spaß und viele schöne Gedanken.